Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Minister Schlüssel zu einer neuen Folge Milan Talk. Freunde, wir haben heute Sonntag, wo ich diese Folge aufnehme. Also das Spiel ist jetzt gerade mal knapp, ja, so 4 Stunden her. Ich bin überraschend allein zu Hause, deswegen habe ich gedacht, komm, versuch's jetzt mal schon sonntags das Ganze zu machen. Ich denke aber nicht, dass ich schaffen werde, das euch heute noch zur Verfügung zu stellen. Deswegen werdet ihr es wahrscheinlich erst morgen sehen. Aber, ja. Kommen wir mal zum Spiel. Heute war auf jeden Fall einer dieser Tage gewesen, wo du dir nach dem Spiel denkst, Alter, was hätte ich Schönes machen können in den 90 Minuten? Was hätte man da alles Schönes machen können, ne? Stattdessen hast du einfach mal wieder 90 Minuten deines Lebens in die Mülltonne geschmissen, wenn ihr so ein Spiel hast, anschauen müssen. Es war wirklich, boah, es war einfach scheiße. Wirklich, musst du einfach mal so sagen, wir hatten ja eigentlich keine richtige Chance. Wir waren Sampdoria gnadenlos unterlegen in sämtlichen Belangen. Wir hatten keine Lösung gehabt auf ihr Pressing. Und ja, die haben es wirklich auch gut gemacht. Also man hat einfach auf der einen Seite einen Trainer gesehen mit Gianpaolo, dessen Mannschaft eine ganz klare Handschrift trägt. Eine ganz klare Handschrift, eine ganz klare Spielidee, ein super, super Pressing, was perfekt funktioniert hat und wir als Team keine Lösung drauf gefunden haben und auch einen Trainer an der Seitenlinie stehen hatten, der in Hypnose verfallen ist, in meditativer Ruhe. Hat er in sich geruht an der Seitenlinie und hat einfach nichts gemacht. Er hat einfach nur gechillt. Statt mal irgendwas zu verändern. Er hat wieder taktisch irgendwas verändert im Laufe des Spiels. Ja? Und seine Wechsel kamen viel zu spät. 78. Minute. Der Hakan und Cutrone hatten 12 Minuten und Borini 8. Wobei wir bei Borini nichts erwarten. Ja. Jetzt abgesehen davon, was er eingewechselt hat. Aber nur, damit ihr einfach mal seht, Montella chillt da, guckt sich das an, sieht eigentlich, dass wir keine Chance haben. Wir hatten keine Chance gegen Samp und er macht nichts. Er guckt sich das einfach nur an. So, als wenn er schon mit seinem Latein am Ende ist. Alter, das war wirklich schwach. Er hätte wenigstens mal umstellen können, weiß ich nicht. Hätte mal ein paar Anweisungen geben können. Dass wir zum Beispiel mal ein bisschen enger stehen sollen bei Ballbesitz, weil es war halt so gewesen, dass Sampdoria übelstes Pressing gespielt hat und wir bei Ballbesitz viel zu große Abstände hatten in allen Mannschaftsteilen. Ja? Sei es vertikal noch horizontal. Also Mittelfeld, Sturm, da war ein Riesenloch dazwischen. Da war ein Riesenloch, aber auch zwischen einem Billier und einem Kessié und einem Bonaventura waren Riesenlöcher. So, und wenn du dann gepresst wirst, dann ist doch der Mann, der den Ball bekommt, das Arschloch auf dem Platz. Der kann einem doch am meisten leid tun, weil er gar nicht weiß, wohin mit dem Ball. Du hast doch gar keine Option, dich da mit Kurzpässen rauszukombinieren, wenn die Abstände so riesig sind. Das musst du doch als Trainer sehen, das musst du doch da mal in der Halbzeit ansprechen. Was hat sich geändert? Nichts in der zweiten Halbzeit. Nichts hat sich geändert. Ich verstehe das nicht. Ey. Selbst in unserer Milan-Community sehen das Leute, dass die Abstände riesig sind. Ein Montella steht da an der Seitenlinie und ruht in sich. Ruht in sich. Und wenn unsere Spielidee die ist, dass ein Bonucci 1000 lange Bälle nach vorne spielt, weil wir uns nicht anders zu helfen wissen, ja dann gute Nacht. Wenn das alles ist von unserer Spielidee mit einem 3-5-2, meine Fresse. Ich meine, okay, Freunde. Letzte Saison sah ja auch nicht viel anders aus. Und meistens war unsere Spielidee ja die, dass entweder ein Romagnoli oder ein Paletta lange Bälle auf die Flügel gespielt haben. Und die sind dann 1 gegen 1 gegangen oder wir sind dann so durch zu unseren Torchancen gegangen. Das war zumindest die einzige Spielidee, die man da erkennen konnte. Aber das fällt weg jetzt in einem 3-5-2. Du hast keine offensiven Flügel mehr. Die sind nicht da. So, und wirst du dann gepresst, wo willst du den Ball denn hoch hinspielen? Auf den Kalinic, der da vorne steht gegen zwei Innenverteidiger alleine? Soll den mit seiner Nase annehmen und dann ablegen für die Leute, die da nachrücken, wo aber kein Arsch ist, weil da ein Riesenloch ist? Ist das alles? Ah, das ist doch schwach. Da muss doch mehr kommen. Also, keine Ahnung, ich sehe da keine Spiele, die Freunde, wirklich.
Also, auch von, ihr müsst ja mal sehen, ne? Sampdoria hat heute mit einem 4-4-2 mit Raute gespielt, ja? Das heißt, die hatten so gesehen im Mittelfeld vier Leute. Wir mit einem 3-5-2 hatten doch eigentlich eine Überzahl, vor allem weil ein Suso noch tief stand. Eigentlich haben wir doch 6 zu 4 Leute gehabt im Mittelfeld. Habt ihr irgendwas von Überzahl gesehen? Ich nicht. Unsere Raumaufteilung war für den Arsch. Während Sampdoria mit dem ganzen Team, mit dem ganzen Mittelfeld von links nach rechts rotiert ist und die Abstände kurz waren zwischen den Spielern, waren wir mit unserer Fünfer, teilweise Sechser Mittelfeld, haben wir so weit auseinandergestanden, dass du von Überzahl nie das Gefühl hast, dass es irgendwo eintrifft. Wir hatten keine Überzahl. Nicht einmal in den 90 Minuten. Das war unglaublich. Das musst du erstmal hinbekommen. Also ganz ehrlich, da kannst du auch irgendeinen C-Klasse-Trainer hinstellen, der dieses Team aufstellt und dann macht mal. Hier geht, macht mal. Bonucci, wenn du einen Ball hast, hau ihn hoch nach vorne. Das ist ein super Plan, Trainer. Hau ihn lang nach vorne. Ja, klar, alles klar, mache ich. Patron, Alter, mir fällt da echt nichts mehr ein. Wirklich. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ja, Montella braucht Zeit. Ja, die haben wir aber nicht. Erstens haben wir die nicht und zweitens hat Montella sich ja auch in diese Zwangslage gebracht, dass er eben zu lange auf dem 4-3-3 gesetzt hat. Was nicht funktioniert. Jetzt hat er auf dem 3-5-2 umgestellt. Wir sehen gar keine Spielidee, außer lange Bälle von Bonucci nach vorne. Und jetzt kommen so Mannschaften wie Inter, AS Roma, Juve. Ja, dann Prost Mahlzeit. Also ich gehe davon aus, dass Montella den nächsten Monat nicht überstehen wird. Der wird den Oktober wahrscheinlich nicht überleben als Trainer, weil ich habe keine Ahnung, was der da noch machen will. Also anscheinend ist er ja nicht in der Lage, irgendwie eine andere Spielidee aufzuziehen, außer lange Bälle in die Spitze. Und ihr könnt euch auf eins gefasst machen, Freunde. Inter und Rom, die werden das gesehen haben, ja. Also die Trainer, die werden das gesehen haben heute von unseren Gegnern, dass man Milan ganz einfach mit einem ganz furznormalen Pressing schlagen kann, weil wir nicht in der Lage sind, darauf eine Antwort zu finden. So, da können wir Gift drauf nehmen, dass Rom uns pressen wird und Inter wird uns genauso pressen, Juve wird uns pressen und jede Kackmannschaft wird uns pressen. Wir haben doch nur gegen die gut ausgesehen, die sich tief gegen uns hinten reingestellt hat, weil sie vielleicht zu viel Respekt vor uns hatten, weil sie vielleicht zu viel Respekt vor unseren Namen hatten. Oh, ein Bonucci. Oh, ein Bilia. Oh, ein Kalinic Silva. Wobei Silva ja gar nicht eingewechselt wird in der Serie. Aber der schmort ja lieber 90 Minuten auf der Bank rum, weil den braucht man ja nicht. Silva überflüssig. Warum haben wir den? Ist ja nur ein kompletter Stürmer, der eigentlich fast alles kann. Aber den lassen wir lieber auf der Bank hocken. Ja. Also von daher, Freunde, glaubt mir, selbst gegen schwache Mannschaften, die werden uns pressen in Zukunft, weil das hat die Serie A heute auf jeden Fall aufgenommen und registriert, dass man Milan so einfach schlägt. Das war doch gegen Lazio dasselbe. Zuerst hat Lazio sich hinten reingestellt und als die ein bisschen offensiver wurden, haben wir doch schon verkackt. Dann haben wir doch schon unsere Probleme bekommen. So, da ging Crotone genau dieselbe Scheiße. Crotone hat sich am Anfang nur hinten reingestellt. So, und als die offensiver wurden in der zweiten Halbzeit, sind wir doch auch schon, haben wir auch schon unsere Probleme schon bekommen. Ah, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Und dann, ne, wechselt der Montella und er ändert ja nicht nur das System. Wir waren eins nur am Verlieren. Wir wollen noch ein Tor machen. Was ist? Er wechselt positionsgetreu. Er wird nicht offensiver, er wechselt positionsgetreu und holt einen Suso noch raus und holt einen Borini. Nee, sorry. Er hat Cutrone reingebracht und Calhanoglu. Ja? Meiner Meinung nach, ja, ich hätte den Suso auf den Platz gelassen, hätte ihn irgendwie für Abate aufgestellt, auf dem rechten Mittelfeld. Da hätte er die Position sehr offensiv interpretieren sollen, die letzten Minuten, damit er wenigstens über seine starke rechte Seite noch ein bisschen Druck macht. Dann den Cutrone vorne rein, den Kalinic rein, den Silva hätte ich sowieso schon längst eingewechselt. Da muss er halt mal ein bisschen Druck machen, da muss er halt mal Risiko gehen. Aber nein, er wechselt nur positionsgetreu, wir kriegen genauso wenig auf die Kette. Verstehe ich nicht. So, und dann hast du natürlich auch ein Problem, dass dann solider wie ein Bonucci selber auch nicht gut aussehen. Muss man leider sagen. Ne? Der war weder kopfballstark noch zweikampfstark. Also ich weiß nicht. Oder die Abschläge von den Torhütern, von der gegnerischen Mannschaft. Früher hat der Paletta die alle abgeräumt. Die kamen postwendend zurück, weil er die abgeräumt hat in der Luft. Und da kann jeder Hater von Paletta sagen, was er will.
Letzte Saison hat er alles abgeräumt per Kopf. Der Bonucci unterläuft die Dinger, der kriegt die gar nicht, der verliert die Kopfballduelle. Ich verstehe es nicht. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Ich will diesen Bonucci nicht an die Wand nageln, aber das muss man nun mal sagen. Er hat defensiv bisher nicht so stark verteidigt wie ein Paletta letzte Saison. Das ist Fakt. Und er hat auch schon letzte Saison statistisch nicht so gut ausgesehen wie ein Paletta. Ja. Aber ich will nicht nur Montella runter machen. Es ist ja auch generell jetzt eine Systemfrage. Denn, ja, ich meine, ein Hani stellt sich nach dem Spiel dahin und kritisiert den Montella. Aber ganz ehrlich, Freunde, die sollen nicht so tun, als wenn sie keine Schuld dran hätten. Das ist natürlich immer leicht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wenn du den Kader nur zu 80% fertig stellst, hast du natürlich gut reden, oder was? Also ganz im Ernst, Herr Hani, also viel besser ist es auch nicht, die Arbeit, die da gemacht haben. Der Kader ist einfach nicht fertiggestellt worden. Der wurde bis zu 80% fertiggestellt und dann hat man einfach einen Stop gemacht. So. Dann guck, wie du klarkommst. Also, weiß ich nicht, Freunde. Ich für mich hätte mir trotz alledem, auch wenn wir jetzt ein 3-5-2 spielen, ich habe euch auch schon letzte Folge gesagt, mir gefällt ein 3-4-3 besser und ich glaube, wir wären erfolgreicher gewesen, wenn wir noch einen linken Flügel geholt hätten. Und hätten dann ein 3-4-3 gespielt. Weil, ich meine, was willst du denn jetzt noch machen? Ne? Du musst bei dem 3-5-2 bleiben. Ja? Oder du spielst ein 3-4-3. Mehr kannst du nicht machen, weil du hast hinten einen Bonucci, der nur in der Dreierkette funktioniert. In der Viererkette funktioniert der gar nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du den auf die Bank setzt. Kannst du eigentlich nicht bringen. Das heißt, du hast nur die Wahl zwischen einem 3-4-3 und einem 3-5-2. So, aber eigentlich können wir jetzt hier über Taktik labern, wie wir wollen, solange ein Montella da ist und wir keine Spielidee haben, ist es dir eigentlich auch scheißegal, was wir spielen. Ne? Aber wenn seine einzige Spielidee ist, lang nach vorne, dann ist ein 3-4-3 besser, weil dann hast du wenigstens die offensiven Flügel besetzt. Dann kannst du wenigstens Montella seine Spielidee etwas mehr durchziehen als mit dem 3-5-2, wo du vorne nur im Zentrum die Leute hast und die Flügel Verteidiger oder Mittelfeldspieler tiefer stehen, wie bei einem 3-4-3 halt. Ja, aber für einen 3-4-3 hast du wenig Alternativen auf dem Flügel. Also wie ihr seht, das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma. Und für mich haben da alle Beteiligten ihre Schuld dran. Außer die Spieler. Die Spieler, die können nichts dafür. Aber für mich ist es einfach der Vorstand und Montella. Montella macht auch, also Montella ist wirklich schon, dem ist da schon die meiste Schuld zuzuweisen, weil man kann aus dem Kader schon mehr rausholen, wie das, was er da schon wieder fabriziert. Also, ich finde seine Personalentscheidung wirklich sehr komisch. Wirklich, er ist, ich kann mich nicht mit dem connecten. Ich durchschau diesen Mann nicht. Ich krieg ihn nicht durchschaut. Aber naja, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Highlights an und dann gehen wir zu den Noten. Und zwar fangen wir direkt mit der Szene an, als Sampdoria Genua einen vermeintlichen Elfmeter gepfiffen bekommen hat. Aber, ja, dank Videobeweis gab es den Elfer nicht, denn es war auch kein Handspiel von Kessié, wie man hier nochmal sehen kann. Der Arm war angelegt an den Körper und von daher sind wir wieder mal von einem inkompetenten Schiri nicht benachteiligt worden. Ja, dann Samp mit dieser schönen Flanke und dann ist es Duvan Zapata mit dem Kopfball, bei dem Romagnoli zu spät kam und nicht mehr hätte eingreifen können. Dann die Ecke von Sampdoria. Man sieht einen Donnarumma, der keine Strafraumbeherrschung beweist. Er weiß nicht, was er machen soll. Eigentlich hätte er rauskommen sollen bei so scharf geschnittenen Bällen. Dann die nächste Möglichkeit durch Zapata wieder. Diesmal hält Donnarumma stark. Da haben wir Glück gehabt in der Situation, dass Sampdoria nicht das Tor gemacht hat. Und dann wieder die Gastgeber mit diesem Schuss. Und dann konnten wir froh sein, dass Romagnoli den Ball ans Außennetz abfälscht und da nicht mehr passiert ist. Ja, und wieder mal die Gäste zur Abwechslung. Schöner langer Ball in die Tiefe. Und dann der Schuss von Quagliarella aus spitzem Winkel.
aber vorher abseits gewesen. Von daher hätte das Tor so oder so nicht gezählt. Dann dieser schöne Pass von Kessié auf Kalinic, der gut ablegt für Suso und der zieht den Ball knapp 2 Meter am Tor vorbei. Das war ja eine der wenigen guten Aktionen von uns. Ja, und dann diese Situation. Schön mit der Hacke abgelegt und dann ist es Barreto, der nur noch im Kretschen schießen kann. Zum Glück war abgefälscht und Donnarumma konnte auch den parieren. Dann dieser lange Ball und Bonucci unterschätzt sich. Zapata ist überrascht und dann macht Duvan Zapata das Tor. Wenn Bonucci da hochgeht, muss er den Ball haben. Zapata, ja, ist überrascht, sieht aber auch nicht gut aus bei der Aktion. Und ja, das war dann das 1 zu 0. Ja, da sieht die ganze Defensive von Milan wirklich nicht gut aus. Und dann diese Aktion, Borini köpft in die Mitte, Zapata rutscht aus und dann ist Ricky Alvarez durch und haut das Ding wunderbar in die Ecke. Was willst du da machen? Aus spitzen Winkel wirklich stark geschossen. War auch einfach gut gemacht von Ricky Alvarez. Und ja, das Spiel ging verdient, hoch verdient mit 2 zu 0 für die Gastgeber aus Ligurien aus. Das muss man einfach respektvoll anerkennen, dass Giampaolo eine Elf auf den Platz gestellt hat, die einfach in allen mehr zu überzeugen wusste wie wir. Ja. So, dann gehen wir mal zu den Noten. Und ja, wir fangen an mit Ciccio Donnarumma. Ciccio Donnarumma hat einen Ball gehalten, das haben wir eben gesehen, von Duvan Zapata. Ansonsten, die ganzen Bälle, die da kamen, das waren keine richtigen, ja, also bei den Gegentoren, finde ich, hat er jetzt keine Chance gehabt. Auch der Ball von Ricky Alvarez, der war so platziert geschossen, dass ich Donnarumma jetzt da auch keinen Vorwurf mache. Seine Passquote war 100% und er hat 6 lange Bälle auch darunter gehabt, die alle 6 angekommen sind. Probleme sah ich halt, wie gesagt, bei der Strafraumbeherrschung, ne, bei dieser Ecke. Da hat er auch schon im vorigen Spiel nicht gut ausgesehen, bei den Ecken, die scharf in den Fünfer gezogen werden. Da muss er sich mehr zutrauen, rauszugehen. Und ja, ich gebe ihm trotz alledem im Großen und Ganzen eine 3. Es war jetzt auch nichts Besonderes von ihm. Dann kommen wir zu Zapata. Ja, also nicht nur, dass er seine Mitschuld am 0-1 und am 0-2 hatte. Ja, die Passquote von ihm war 80%. Dann hat er 7 lange Bälle versucht zu spielen, davon kamen aber nur 2 erfolgreich an. Seine Zweikampfquote war eher schlecht mit 60%. Dann, was gut war, war sein Stellungsspiel, hat 10 Tore verhindert oder 10 Torschüsse verhindert, sagen wir es so, und hat 3 Bälle erobert. Aber auch nur 50% seiner Luftduelle gewonnen. Also für einen Innenverteidiger sind das keine guten Werte. Eine Zweikampfquote von 60% ist zu wenig und nur 50% seiner Luftduelle zu gewinnen ist auch zu wenig. Und dadurch, dass er doch noch die Mitschuld an 2 Gegentoren hatte, kriegt Zapata von mir eine 5. Dann kommen wir zu Leonardo Bonucci. Bonucci am Ball. Klar, er hat einen schlimmen Ballverlust gehabt, der zum Glück nicht zum Gegentor geführt hat. Ansonsten, Passquote war 85%. Ja, dann hat er 21 lange Bälle gespielt und 15 davon kamen an. Also da waren auch 2 wirklich richtig gute Pässe dabei. Einen auf Bonaventura, einen auf Abate, wo Abate einfach nichts draus gemacht hat. Wenn da jemand anderes gewesen wäre, der ein bisschen mit dem Ball hätte umgehen können, dann wäre es vielleicht noch gefährlich geworden. Also so gesehen kann man sagen, dass dieser Pass auf Abate durchaus ein tödlicher Pass war, aus dem Abate aber einfach viel zu wenig gemacht hat. So, dann kommen aber seine Zweikampfstatistiken, die sind auch bei Bonucci wirklich schwach. Er hat nur 40% seiner Zweikämpfe gewonnen und nur 33% seiner Luftduelle. Also das sind echt Werte für einen Innenverteidiger, die gehen gar nicht. Er hat nur 3 Bälle geblockt im ganzen Spiel und hat in meinen Augen auch Schuld am ersten Gegentor. Aber wenn du hochgehst, musst du den Ball haben. Den hat er nicht gehabt und Zapata war überrascht, ne, weil er hat auch wahrscheinlich damit gerechnet, dass Bonucci den bekommt und den Ball nicht unterläuft. Aber er hat ihn unterlaufen und dadurch wurde die Sache erst gefährlich. Der Ball darf niemals aufkommen in der Zone des 16ers und ja, dann fällt das 1 zu 0. So einfach ist das und dann kippt das Spiel. Also Bonucci kriegt von mir eine 4-, wobei ich auch tatsächlich überlegt habe, dem sogar eine 5 zu geben. Ne? Deswegen haut mir mal in die Kommentare, welche Note hättet ihr Bonucci gegeben? Hättet ihr ihm noch eine 4 gegeben oder auch sogar schon eine 5? Das würde mich mal interessieren, ob ihr den sogar noch schlechter gesehen habt. Oder vielleicht auch besser.
Dann kommen wir zu Alessio Romagnoli und ja, Romagnoli war für mich noch einer der besseren da aus der Innenverteidigung. Ne? Also Passquote, die war auch am besten bei ihm mit 92%, war auch Bestwert auf dem Platz. Zweikampfquote war bei ihm 60%, ne? Also ja, genauso gut wie bei Zapata oder genauso mittelmäßig wie bei Zapata oder ja. Es ist auf jeden Fall nicht gut genug für einen Innenverteidiger, 60%, aber wenigstens hat er seine Luftduelle mit 80% gewonnen und konnte 8 gefährliche Torschüsse blocken. Und ja, Romagnoli möchte ich daher eine, ja, was gebe ich dem? 3 minus, 4 plus, weiß ich nicht. Ach, geben wir dem mal eine 3 minus, damit nicht alle so schlimm aussehen. Romagnoli hat eigentlich noch das Beste draus gemacht. Ja, ich gebe dem eine 3 minus. Dann kommen wir zu Abate, Freunde. Und Abate, ja, hat wieder mal bewiesen, dass du den Typ einfach, weiß ich nicht, du kannst dich nicht mehr auf den verlassen. Du kannst ihn gar nicht mehr aufstellen, der ist ja nichts mehr. Ey, früher hat er wenigstens auch durch seine defensive Stärke geglänzt, aber das ist weg. Es ist weg. Schon seit letzter Saison, da ging es schon los, dass er so zweikampfschwach war. Es zieht sich durch. Ne? Also, ey, der hat eine Zweikampfquote von 20% gehabt, Freunde. Das ist Wahnsinn. Das ist. Ich glaube, das ist der schlechteste Wert auf dem Platz. Ich glaube, nur Kessié war genauso schlecht und Kalinic, der aber Mittelstürmer ist. Ja, 20% Zweikampfquote. Er hatte 3 Ballverluste, war spielerisch 0. Er hat gar keine Akzente nach vorne gesetzt. Den einen tödlichen Pass, den Bonucci bekommen hat, den hat er vertändelt. Oder sagen wir so, den hat er komplett verzogen. Und dann hat er versucht, 6 lange Bälle zu spielen. Davon kam nur einer an. Also Passquote an sich 75% ist jetzt nichts Besonderes. Und ja, Abate kriegt von mir eine 5. Der war für mich ein Totalausfall. Dann kommen wir zu Kessié. Ja, mein Freund Kessié, ich liebe ihn. Aber man muss sagen, für mich wirkt Kessié momentan etwas überspielt. Denn seitdem wir eigentlich, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, seitdem wir die Saison angefangen hatten, auch die Vorsaison mit den Euroleague-Quali-Spielen, hat Kessié, glaube ich, nur ein einziges Spiel pausiert. Ansonsten hat er alles durchgespielt. Und von daher wundert es mich nicht, dass auch der Typ irgendwann mal müde wird und dann die Konzentration fehlt. Denn so stark er am Mittwoch noch war gegen Spal Ferrara, desto schlechter war er heute. Gegen Spal Ferrara hat der Typ echt Gas gegeben. Oder was? Spal Ferrara? Ah ne, das war davor das Spiel. Das war davor das Spiel gewesen. Ja, da war der stark. Aber gegen Spal Ferrara war der auch gut. Ja, auf jeden Fall. Er war heute auf jeden Fall auch ein Totalausfall. Passquote war 75%, also auch nicht besonders, so wie bei Abate. Er hat genau wie Abate auch nur 20% seiner Zweikämpfe gewonnen, was auch schon wirklich schwach ist. Trotz alledem konnte er noch einen tödlichen Pass auf Kalinic spielen, den er dann abgelegt hat für Suso und Suso dann 2 Meter vorbeigeschossen hat. Er hatte noch 2 Ballverluste und hat auch nur 50% seiner Luftduelle verloren. Also, das ist schon. Weißt du, da siehst du schon, der war einfach saft- und kraftlos, der Kessié. Ich kann ihm nur eine 4- geben. Also, eigentlich, wenn ich jetzt nur nach Leistung gehe, hätte ich ihm sogar eine schlechtere Note geben können. Aber ich berücksichtige das, dass er einfach überspielt ist und eine Pause langsam mal braucht. Und er die aber einfach nicht eingestanden bekommen hat, weil wir auch keinen adäquaten Ersatz haben. Ne? Das ist halt das Problem. Und ja, tut mir leid für Kessié, aber er kriegt nur eine 4- von mir. Dann kommen wir zu Lukas Bilia. Und ja, Lukas Bilia hat sehr oft den Ball gespielt bekommen, sollte das Spiel aufbauen, aber wenn er dann um sich geschaut hat, wen kann er anspielen, haben sich alle versteckt. Oder was heißt versteckt? Die Abstände waren so groß, die Passwege waren zugestellt, dass selbst ein Billiard da stand. Ja, wohin denn jetzt? Also wie gesagt, der Typ, der den Ball hatte, war das ärmste Arsch auf dem Platz. Ne? Trotz alledem hatte er noch 85% Passquote. Von 5 langen Bällen kamen 4 ins Ziel, das ist gut. Seine Zweikampfquote war auch nicht besonders. 16 Zweikämpfe hat er geführt und nur 7 gewonnen. Also es ist echt schwach. Was wiederum gut war, dass er 3 Dribblings gewonnen hat. Das ist ein guter Wert. Hört sich zwar wenig an, aber es ist wirklich ein guter Wert, wenn nur 3 Dribblings gewinnt werden im Spiel und hat 2 Bälle abfangen können. Also aus dem Mittelfeld. Ja, also er war nicht so schlecht wie Kessié und Abate. Von mir kriegt er eine 4 plus. Dann kommen wir zu Bonaventura. Ja, bei Jack muss man sagen, er ist einfach ein ballsicherer Spieler. Das war ja auch heute gewesen.
Seine Passquote mit 93% war auch super, aber auch er konnte eigentlich nach vorne nicht so wirklich einen Impuls setzen. Er hat auch keinen einzigen tödlichen Pass gespielt, konnte ja wie gesagt keine Impulse gesetzt nach vorne. Was aber überraschend war, dass Jack, und das ist eigentlich schon echt traurig, dass ein Jack Bonaventura von allen Spielern die beste Zweikampfquote hatte auf dem Platz mit 70%. Also das ist schon... Das ist schon ein Armutszeugnis für das Rest, für den Rest des Teams. Und wo er auch gut war, war, dass er auch 3 Dribblings gewonnen hat. Und ja, dann zudem wurde er 3-mal gefoult, sonst wären es wahrscheinlich 6 Dribblings gewesen. Aber er wird halt oft sehr aggressiv angegangen. Und ja. Aber wie gesagt, wirklich Akzente konnte er auch nicht setzen. Deswegen kriegt er von mir eine glatte 3. Was aber am heutigen Tage, glaube ich, sogar die beste Note ist, die man kriegen kann bei mir. Ja, ja, das war die beste Note, Freunde. Dann kommen wir zu Ricky Rodriguez. Rodriguez war bemüht. Er hat sich Mühe gegeben, genau wie Ambilia und Bonaventura, da irgendwie das ganze das Spiel aufzubauen und auch nach vorne Akzente zu setzen. Er konnte ihm in 6 Flanken schlagen. Wobei ein Ball wirklich gefährlich kam. Das war auch der einzige tödliche Pass davon. Diese flache Reingabe auf Kalinic, den er aber dann wiederum 5 Meter drüber geballert hat. Aber ansonsten wurde Rodriguez immer gedoppelt und hatte eigentlich kaum eine Chance gehabt, sich auf links zu entfalten. Und ja, ist deswegen auch in der Offensive ziemlich wirkungslos geblieben. Seine Zweikampfquote, er hat auch nur 2 Zweikämpfe von 5 gewonnen, das ist auch nicht viel. Und er hatte noch dazu 2 Ballverluste, deswegen kriegt auch Ricardo Rodriguez von mir nur eine 4. Dann kommen wir zu Suso, Freunde. Ja, bei Suso haben wir es heute wieder gesehen. Er funktioniert nicht als hängende Spitze. Ja. Das ist halt einfach dieses Übel, was wir haben. Ne? Das habe ich euch schon in letzter Folge gesagt. Ich möchte nicht in Montellas Haut stecken, weil ich keine Ahnung habe, wo ich diesen Suso noch hinpacken soll in einem 3-5-2. Also aus hängende Spitze hat er wiederholt bewiesen, dass er einfach nur die Hälfte wert ist. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Passquote von ihm war gut mit 86%. Er hat auch 6 Flanken geschlagen, aber so wirklich gefährlich wurde keiner davon. Darunter waren 2 Schlüsselpässe dabei. Zweikampfquote war auch ordentlich mit 4 von 7 Zweikämpfen. Aber Dribbling hat er auch gar keins gewonnen. Oft hat sich Lucas Torreira um ihn gekümmert. Lucas Torreira hat alles rasiert. Der Typ hat sogar körperlich mit seinen 1,66 Meter einen Kessier weggepokt. Ja, Freunde, also dieser Lucas Torreira, der ist mir mächtig auf die Eier gegangen, aber ja, an dem war mir dran in der Vorsaison. In der Vorbereitung, ne? Und ist letzten Endes nicht gekommen und dann hat man mal gesehen, so ein Backup wäre schon geil gewesen, ne, als Sechser. Torreira war echt er war echt mega auf dem Platz. Das hat auch Suso am eigenen Leib erfahren müssen und ja, ich gebe Suso auch nur eine 4. Dann kommen wir zu Kalinic. Kalinic hat komplett in der Luft gegangen, war alleine auf weiter Flur da vorne. Um ihn herum meilenweit flaches, leeres Land, Freunde. Also, was willst du dem Kalinic denn da vorwerfen, wenn du da so isoliert auf weiter Flur stehst? Ich kann ihm auch nur eine 4 geben. Passquote war 75%. 2 lange Bälle hat er gespielt, die kamen beide an. Ein tödlicher Pass, das ist wie dieser Pass auf Suso, wo er den Ball abgelegt hat. Ja, ansonsten... Ja, was willst du dem denn geben? Das ist ein Opfer der schlechten Leistung seiner Hinterleute, ne? Dann kommen wir zu den Einwechslungen, die sich eigentlich nicht viel beweisen konnten. Jeweils nur 12 Minuten konnten Cutrone und Hakan spielen. Cutrone hatte eine 100%ige, die er leider nicht nutzen konnte. Und Hakan hat in den 12 Minuten ganze 5 Pässe spielen können. Die sind alle angekommen, 100% Passgenauigkeit, aber letzten Endes hat uns das auch nicht viel gebracht und... Wie gesagt, die Einwechslung kam in meinen Augen viel zu spät. So, und Borini war nur 8 Minuten auf dem Platz, aber hat es immerhin geschafft, ein Gegentor zu verschulden. Also, er hat seine Aufgabe auf jeden Fall erfüllt. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Geht mir auf jeden Fall auf den Sack, so einen Scheiß zu analysieren, sage ich euch ganz ehrlich. Unsere Konkurrenz macht ihre Hausaufgaben. Lazio gewonnen, AS Rom gewonnen, Inter gewonnen, Neapel gewonnen, Juve gewonnen. Das sind 5 Mannschaften. Und Rom hat ein Spiel weniger wie wir. Sampdoria auch. Also entweder setzt sich so Rom mit 3 Punkten vor uns ab, oder Sampdoria überholt uns noch und wir fallen noch weiter zurück in der Tabelle.
Ja, und die Abstände erhöhen sich, ne? Und desto mehr geraten wir unter Druck und desto mehr ja, laufen wir Gefahr, unser Saisonziel nicht zu erreichen. Ich spiele jetzt auch nicht mehr den Klugscheißer, bringt uns jetzt auch nicht weiter. Deswegen halte ich einfach jetzt auch mein Maul in der Sache, weil ich kann euch auch keine Alternativen vorschlagen. Sage ich euch ganz ehrlich. Weil, weiß ich nicht, ich habe den Glauben einfach auch verloren an Montella. Ich seh das Ganze ja immer so. Ich versuche halt irgendwie so diese Denkweise von Montella nachzuvollziehen. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Deswegen tue ich mir da so schwer drin. Ich kann euch einfach auch keine Alternativen vorschlagen, weil es wäre einfach Energieverschwendung. Es ist Energieverschwendung, weil du halt einen Montella da sitzen hast, der dafür sorgen wird, dass es nicht eintrifft. Ne? Ich meine, ich habe schon mal ein 3-4-3 vorgeschlagen, wo ich halt einen Bonaventura links spielen lassen würde, der sie dann mit einem Calhanoglu rotiert wird. Rest könntest du so spielen lassen, wo du den vielleicht mit einem André Silva rotieren lassen könntest, notfalls halber bis Winter, bis du dann mal einen ordentlichen Flügel holst, weil André Silva auch den Flügel spielen kann. Und den Borini einfach mal in die Primavera schiebst und ihn gar nicht mehr einsetzt, das kann man machen. Aber warum soll ich das noch erzählen, wenn ein Montella es eh nicht machen wird? Er wird es nicht machen, Freunde. Hand und Siegel drauf, er wird es nicht machen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er noch mehr auf Lager hat, außer lange Bälle. Ich weiß es nicht. Dürfte uns jetzt defensiver ausrichten? Naja, keine Ahnung, ich bin wirklich baff. Ich bin wirklich baff über diese Leistung heute und ich will es auch nicht schlechter reden, wie es ist. Ne? Also, es hört sich jetzt gerade so an, als würden wir in die Serie B absteigen, aber ich rede halt so, weil wie gesagt, unser Saisonziel ist Champions League. Ich sehe es einfach sehr stark gefährdet mit diesem Trainer und ja, und ich kann euch nicht mal sagen, was für einen alternativen Trainer ich holen würde, weil auf dem Markt gibt nicht viel. Was gibt es denn da großartig? Ausländische Trainer, die kein Deutsch können, die tun sich generell sehr, sehr schwer in Italien, ne? Weil vielleicht der ein oder andere von euch sagen würde, ein Thomas Tuchel wäre eine Idee, aber bei Tuchel, sage ich euch ganz ehrlich, der spielt so gnadenlos offensiv, das wird in der Serie A wird das bestraft. Das wird nicht funktionieren, glaube ich nicht. Und das hast du auch bei Dortmund gesehen. Wenn er Dembele oder wenn er keine dribbelstarken Spieler auf dem Platz hatte, dann haben die sich auch nur einen Ball hin und her gepasst. So, und was haben wir denn schon großartig an dribbelstarken Spielern insgesamt? So viel haben wir auch nicht. Wir haben auch keine Tempo-Dribbler. Wir haben nicht einen Tempo-Dribbler in der Mannschaft. So. Also, wenn ich eine Alternative vorschlagen müsste, Seedorf. Aber ich weiß, dass es auf gar keinen Fall passieren wird. Ansonsten, die Trainer, die ich gut finde, die sind schon. Die sind schon bei Vereinen untergebracht. Ne? Und ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was sie machen werden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und Gattuso als Interimslösung, der kriegt schon mit der Primavera nichts auf die Reihe. Ich weiß nicht, ob der da unbedingt mehr mit der ersten Mannschaft auf die Kette kriegen würde. Ja. Haut mir mal in die Kommentare, Freunde, was würdet ihr machen? Das ist jetzt eine gute Frage. Was würdet ihr machen? Würdet ihr weiter ein 3-5-2 spielen? Würdet ihr Montella entlassen? Würdet ihr ein 3-4-3 spielen? Was würdet ihr machen? Haut mir das mal in die Kommentare, Freunde. So, das soll es soweit gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet euch wacker, bleibt gesund. Euer Mr. Milanista. Ciao.